Hallo und herzlich willkommen zum 332. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Huxmasterin Alexa. Halli, hallo, ihr da draußen willkommen zur neuen Huxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich auch heute wie immer zum Glück und wieder im Studio <laughs> der wunderbare Alexander Huxmaster. Genau, wir haben ja die ersten vier der fünf geplanten Tourtermine von Huxilla Live hinter uns gebracht. Wir haben noch den Termin Ende Februar 2024. In Dortmund und für alle, die jetzt gerade denken, naja, jetzt reden sie über die Tour und die sind aber gar nicht bei mir in die Nähe gekommen. Wir haben den Gig in Hamburg äh, aufgezeichnet mit mehreren Kameras, also professionell. Da wird auch gerade dran herumgeschnitten. Das heißt, irgendwann ab Ende Februar, Anfang März, keine Ahnung, fangen wir mal darüber an, nachzudenken, wie wir dann diesen, äh, dieses Tourvideo ähm, zugänglich machen. Da haben wir so ein paar Ideen. Äh, vielleicht gibt es eine DVD, aber da die allermeisten gar nicht mehr solche Abspielgeräte besitzen. Äh, überlegen wir auch uns äh, digitale Vertriebswege. Ähm, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, weil wir natürlich nicht einfach bei Amazon Prime anrufen können und sagen können, nimmt mal den Film auf, das machen die dann nämlich nicht. Aber da haben wir sicherlich Ideen. Und generell so eine ja, Tour-Retrospektive, wen das interessiert, einfach mal auf unserer Homepage checken. Ich denke, so Mitte März werden wir im Rahmen eines Huxilla Real Lives. Ähm, den wir bei Twitch regelmäßig ja veranstalten, auch noch mal so eine Tour-Retrospektive mhm. geben. Und für alle, die das noch gar nicht mitbekommen haben, einmal im Monat, meist so zur Mitte des Monats, äh, also am, am 14., 15., wie es auch mal liegt, auf einem Mittwoch, hören Alexa und ich alte huxilla folgen Im Moment sind wir noch im Jahr 2010, im ersten huxilla jahr und äh, ihr könnt es dabei zugucken. Das heißt, da ist eine Kamera auf uns gerichtet. Wir hören selber diese uralten Folgen und schämen uns sehr. <laughs> ja, das und sieht haben, man auch. Sieht das auch. Und wir haben eine sehr große Community im Chat inzwischen, die ständig wächst, die sich dann prima daran erfreut, wie unangenehm das für uns ist. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das ja vielleicht auch mal anschauen. Der nächste Termin wäre jetzt der 14. Februar, und da kann man uns dann auch mal Fragen stellen. Das ist so ein bisschen Lagerfeuer, wo wir alle zusammenkommen und einfach so ein bisschen Community. Kram machen, mit alten Folgen hören und schämen bei uns. Und äh, das ist eigentlich ganz lustig. Also wer da Interesse hat, kommt einfach vorbei auf Twitch. Das kostet ja auch nichts, wenn man da nur zuschauen möchte. Also insofern zu empfehlen. Ja, das macht immer sehr viel Freude mit euch. Genau. Und Tour hat einfach sehr viel mehr Zeit gekostet und vor allen Dingen dann auch dieses Rumfahren und... Dann fuhren die Züge nicht und da musste man sich in Mietwagen organisieren. Das war ja auch noch alles irgendwie Zugstreik. Tour während Zugstreik ist eine hervorragende Idee. <laughs> ja. äh, danke an Herrn wieder. Wobei natürlich Arbeitskampf auch ja. wichtig ist. Aber das waren alles Herausforderungen, die uns dann ein bisschen herausgeschossen haben. Und als wir zurückkamen, wurde klar, dass ein anderes Projekt, an dem du arbeitest, äh, ganz dringend von dir Input <lacht> brauchte. <lacht> Und dann konnten wir nicht aufnehmen, deswegen haben sich die Folgen etwas verzögert. So, jetzt haben wir auch genug vorgeredet, denn wir haben ein äh, interessantes Thema, was, und das ist übrigens bei beiden Themen, die wir machen, äh, die kommen jetzt da ja Back-to-Back, die beiden neuen Folgen, wo wir bei der Vorbereitung, dem Lesen und dem Recherchieren und in die Tiefe gehen der Themen beides mal hinterher gedacht haben. Genau. Äh, mehr war mehr gefunden haben, als wir erwartet haben, mhm. um zum Teil sogar die Geschichten, die wir so ursprünglich auf dem Kopf hatten, äh, im Kopf hatten, <laughs> auf selbigen gestellt wurden, auf den Kopf gestellt, <laughs> nämlich, äh, und das ist ganz, ganz spannend und das zeigt, wie lohnenswert es manchmal sein kann, wirklich in die Tiefe zu recherchieren. Und das versuchen wir natürlich auch, euch näher zu bringen, wie wir an diese Themen herangegangen sind und was wir da alles gefunden haben. Aber jetzt erstmal die Story. Die Story, die du mitgebracht hast. Ja auch zum 332. Mal. Man mag es Ui. kaum glauben. Die Story der Woche. Ja, die heutige Story passt auf wundersame Weise aus irgendwelchen Gründen wieder zum Thema, über das wir gleich reden werden, nämlich über den Y2K oder den Millennium Bug. Und Achtung, wir werden auch was zum Millennium-Teil des Millennium Bugs sagen. Bitte lasst die Kommentarspalte noch nicht zu. tippen, noch kein Posting <laughs> schreiben, keine E-Mail ansetzen. Ja. Kommt gleich, wir sagen genau. wir gleich was zu. So. Genau. Guter Hinweis, Alexa, ja. sehr gut. Story. Ähm, die dreht sich eben auch um, um genau dieses Thema. Und wir werden auch gleich noch äh, im Themenbereich dieser Folge äh, näher darüber sprechen. Aber es gab ja alle möglichen Doomsday-Szenarien und keiner wusste so genau, was passiert äh, zur Jahreswende 99-2000. Äh, und wahrscheinlich wusste das auch Rudy Giuliani, damals äh, Bürgermeister von äh, New York, nicht so genau. Und der hat, wenn man den Medien Glauben schenken darf, also so berichtet es zum Beispiel der WDR, äh, angeblich diese Nacht, diese Neujahrsnacht oder diese Silvesternacht im Bunker unter dem World Trade Center verbracht, in Erwartung wahrscheinlich irgendwelcher Dinge, die explodieren oder nuklearer Dinge oder ich weiß nicht was. Äh, auf jeden Fall hat er im Bunker gesessen in dieser Nacht, wenn die Geschichte denn stimmt. Da bin ich mal sehr gespannt. Mhm. Und machen erstmal weiter, weil wir, glaube ich, einigen ZuhörerInnen auch noch erklären müssen, was eigentlich Y2K eigentlich war. Ja. Aber das machen wir natürlich jetzt. Thema der Woche. Das sogenannte Jahr 2000-Problem zu lösen, ist wohl das größte Projekt der elektronischen Datenverarbeitung. Noch vor geraumer Zeit meinte man, es sei nur ein Problem der industriellen Großrechner. Jetzt wird immer deutlicher, dass auch junge PCs oder Heimcomputer heftig betroffen sein können. Selbst dort, wo moderne, angeblich Jahr 2000 feste Standardsoftware eingesetzt wird, kann es zum Crash kommen, wenn man sich nicht rechtzeitig wappnet. Die meisten Personal Computer springen beim Datumswechsel in der Silvesternacht von 1999 nicht auf das Jahr 2000, sondern um 20 Jahre zurück, auf 1980, das Geburtsjahr der PCs. Prüfsoftware auf Disketten, wie zum Beispiel die 30 Mark teure namens Millennium Buster, ist meist nur einmal verwendbar. Sie prüft allein auf Fehler. Reparieren kann man die dann nur mit einer zweiten kostenpflichtigen Diskette. Übrigens, manche Softwarehersteller versprechen auch für ihre Produkte 2000-Fähigkeit seit etwa Mitte 97. Da kann man nur glauben und hoffen, dass mit dem Knall alte Software nicht versagt. Auch viele chipgesteuerte Geräte stehen vor dem 2000-Kollaps. Experten beschwören Horrorszenarien. Denn Chips stecken in Videorekordern, in Autos, Verkehrsampeln, Geldautomaten und programmierbaren Haushaltsgeräten. Wenn ein Fax ab Januar 2000 keine Datumszeile trägt, wird selten dramatisch. Im Aufzug stecken zu bleiben, ist da schon gravierender. Denn springt der Steuerungschip zurück ins Jahr 1900, wird auch die letzte Wartung 100 Jahre zurückdatiert. Und das kann heißen Notabschaltung bis zum Wecken. Der Datumswechsel, so fürchten Chip-Anwender, kann das Versagen von Informationssystemen in Flugzeugen zur Folge haben. Er kann die sensible Steuerung eines Kraftwerks ebenso beeinflussen, wie auf der Intensivstation eines Krankenhauses Menschenleben gefährden, weil wichtige lebenserhaltende Systeme von der Computersteuerung abgeschaltet werden. Ja, was ihr da gehört habt, ist ein Nachrichtenbericht, von denen es. Äh 99 ganz ganz viele gab Alexa, das war ja. ja keine Ausnahme, dass da irgendwie selten berichtet wurde, das war ein riesen Medienthema und falls ihr uns das nicht glaubt, also Alexa und ich wir haben das ja miterlebt die Zeit. Nicht nur das, ich muss es an dieser Stelle einmal sagen, und sozusagen aus meinem System kriegen. Ich hatte 99 äh, in einem Proseminar, ähm, ah. das ich besuchte, eigentlich die Aufgabe bekommen von äh, unserem Prof Zeitungsschnipsel zu sammeln. Also die Aufgabe von uns in diesem Proseminar war halt, diesen äh, Millennium-Bug-Hype oder so damals in den Medien eben mitzuverfolgen und Zeitungsausschnitte zu sammeln und Dinge zusammenzutragen, Geschichten zusammenzutragen, sozusagen während sie entstehen, während sie äh, in den Medien stattfinden. Und wir waren alle total faul und schlunzig und haben das überhaupt nicht ernst genommen, diese Aufgabe. Und haben auch nicht so wirklich viel gesammelt. Der Prof war sehr enttäuscht. Und ich bin es heute auch. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich das damals wirklich alles gesammelt hätte, dann hätte ich jetzt ein ziemlich praktisches Archiv, wo ich wirklich toll hätte reingucken können. Also diese Folge ist auch so ein bisschen Abbitte <laughs> für meine Versäumnisse von damals und ich wollte eigentlich so ein bisschen Wiedergutmachung leisten. Und wer jetzt verstört ist und sagt wo, hä, was? Genau. Ich habe das noch nie gehört. Wir, wir spielen euch gleich noch etwas ein, was noch mal auch zeigt, wie gewichtig das Problem ja. war, denn kein geringerer als Lennart Nimoy <laughs> Star Trek's, äh, äh, Mr. Spock hat seinerzeit ein Video äh, mitproduziert, tatsächlich für VHS. Das hieß Y2K Family Survival Guide with Leonard Nimoy. Und da schildert er nochmal, was alles passieren könnte. Aber da du jetzt schon wieder das Welt Millennium benutzt hast, Alex, und ja, ich weiß, dass die Leute das tun. zocken und schon schreiben. Ja. Wir wissen, dass das neue Jahrtausend, The Millennium, im Jahr 2001 angefangen hat. Ja, Wir wissen das. Das war uns übrigens auch damals schon klar. Ja, das war auch sehr vielen Menschen damals schon klar, auch vor 24 Jahren wusste man das, weil es natürlich kein Jahr Null gegeben hat. Das hat es nicht gegeben, sondern hat irgendwann mit dem Jahr 1 angefangen zu zählen. Und deswegen beginnt ein Jahrtausend natürlich mit dem Jahr oder das Jahrtausend mit dem Jahr 2001. Das nützt aber nichts nee. daran, dass gesellschaftlich sich der Millennium Bug mit dem Jahreswechsel 1999 auf 2000 eingebürgert hat. Also ja, wir wissen es. Schreibt keinen Kommentar und ich sage es auch noch mal: Ja, wir kennen auch die Simpsons-Folge, wo die Flugzeuge vom Himmel fallen mhm. und der Toaster anfängt zu wempen. Auch das kennen wir natürlich. Die Simpsons wussten ja alles immer schon vorher. Ja. Wink, 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 wink. Und wir haben die Zeit ja tatsächlich aktiv miterlebt. Aber jetzt hören wir noch mal hinein und mit der Gravitas der Originalstimme von Leonard Nimoy können wir uns noch mal damit auseinandersetzen, was den menschen 1999 eventuell geblüht hat. in dead of winter at the stroke of midnight january 1st 2000 elevators may stop heat may vanish credit cards and atms may cease to function airplanes and trains may come to a halt telephones and televisions may not utter a sound Water delivery systems may not deliver water for cooking, drinking, or bathing. Streetlights, stoplights, lights in buildings everywhere may flicker out. Hospitals, clinics, pharmacies may be unable to provide proper medical care. Banks and stock markets around the world may suffer some form of meltdown. And nuclear power plants may cease to generate the electricity we need for all aspects of our daily lives. Also we haben uns ähm, diesen Satz rausgepickt äh, von Lanet Nimoy. Einmal, weil in einem Artikel, äh, den ich dazu gelesen habe zu dieser Doku, drin stand, das sei der längste Satz, der jemals auf äh, einer Videokassette erschienen <laughs> ist. Es also kann man sich natürlich darüber streiten, ob da nicht vielleicht irgendwo noch ein Punkt drin gewesen ist oder nicht. Aber äh, es zeigt natürlich nochmal so ganz verdichtet die ganzen Ängste, die da geschürt wurden. Und also vielleicht ist es auch ein bisschen zu überhören, aber Leonard Nimoy sagt halt immer wieder in diesem Absatz, ob es nun ein Satz ist oder mehrere: May könnte, also das könnte alles passieren. Diese ganzen Szenarien könnten eintreffen. Er hätte aber auch genauso gut sagen können: irgendwie ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ähm, das Ganze endet natürlich damit, dass Leute, die sich das angucken, den Schrecken ihres Lebens kriegen. Also die Doku ist von 98. Also kurz bevor sich das Problem dann wirklich, na gut, Menschen tendieren ja dazu, dann sowas auch schnell wieder mal zu vergessen, aber da, da ging halt die Panik wirklich schon langsam äh, los, was äh, diesen Millennium-Bug angeht, dieses Y2K. Und Leute, die das gucken und nicht weiter hinterfragen, und gerade wenn das so jemand wie Landet Nimoy so als Vertrauensperson auch noch erzählt, die kriegen natürlich den Schrecken ihres Lebens und Panik. Und ähm, die Amerikanerinnen sind ja sowieso dann eher so, dass sie äh, den heimischen Bunker ausmisten und neu bestücken und sich vielleicht ganz viele Waffen kaufen und dann mal gucken, was da wirklich passiert. Und äh, auf jeden Fall sind sie dann vorbereitet. Also das ist natürlich irgendwie alles ein bisschen... Sehr reißerisch und gruselig und so, wenn man sich das mal überlegt. Der Text dieser Doku, also wir haben euch das Video auch verlinkt unter der Episode, das könnt ihr euch natürlich anschauen, wenn ihr Interesse habt, weil er innerhalb der ersten, glaube ich, sechs Minuten in diesem Video auch eine Parallele herstellt ja. von der untergegangenen Zivilisation äh, Atlantis zu der Menschheit im Jahr 1999 mit der Frage, ob es uns so ergehen wird wie den Atlantern. Weil sowohl beim untergang von atlantis als auch jetzt beim drohenden y2k zusammenbruch dem chaos das da ähm, ja ansteht die hybris eine rolle spielt also es geht für ihn darum ob wir uns nicht mit der ganzen technik ja. total übernommen haben also technisch quasi schneller weiterentwickelt haben als wir uns menschlich entwickelt haben. Ich meine, irgendwo da drin steckt natürlich auch so eine so eine berechtigte Kritik und etwas, was wir ja ganz oft auch ähm, im Zusammenhang mit Wissenschaft haben. Also, dass Wissenschaft sich schneller weiterentwickelt oder Forschung sich schneller weiterentwickelt als es die Moral dahinter äh, tut und dieses, dieses Bild vom skrupellosen Wissenschaftler oder der skrupellosen Wissenschaftlerin oder so, äh, schwingt dann natürlich auch immer mit. Aber vielleicht an der Stelle einen ganz, ganz winzigen Exkurs. Es gibt in der Wissenschaft, in der Forschung natürlich auch so etwas wie eine Ethik und Ethikkommissionen, die genau darauf achten, äh, dass auch der, der moralische Überbau äh, in der Forschung nicht vernachlässigt wird. Also insofern ist das natürlich ein gängiges Narrativ, aber entspricht nicht immer so wirklich der Forschungsrealität. Äh, Zum Glück, muss man natürlich sagen. Ähm, aber Leonard Nimoy spielt natürlich mit diesen ganzen Dingen und dann Atlantis, von, von dem ja auch nicht klar ist, also es ist, scheint ja mehr so eine politische Allegorie zu sein, ja, ja. Äh, etwas Fiktionales. Ich glaube, dazu gibt es eine Unksehbar Folge. Ah, stimmt. <laughs> war doch mal was. Ja, so. ähm, dann äh, zu, äh, zum Y2K zu kommen, ist natürlich ambitioniert. Jetzt haben wir natürlich alle, die vielleicht noch nie was von diesem Problem gehört haben, so ein bisschen abgehängt. Wir wollten ja. mit den Einspielern und, und diesen Exkursen nur schon mal deutlich machen, das hat tatsächlich die Gesellschaft, äh, also insbesondere natürlich auf der Endstrecke, also das Jahr 1999, sehr, sehr bewegt. Mhm. Und wer damals äh, an Computern interessiert war, an Software interessiert war, es gab... Glaube ich, spätestens ab Mitte des Jahres 1999, nichts, was man beim Mediamarkt Saturn, den großen Ketten, die es damals gab, da gab es ja auch noch, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, die Läden, wo man sich seine Computer zusammenstellen konnte. Das war ja so die, die Aufbruchszeit, ähm, auch der, der Personal Computer. Man ging ja weg von den Homecomputern hin zu den Personal Computern. Und es gab nichts, wo nicht ein Sticker draufgeklebt hat, äh, Jahr 2000 sicher. Oder Y2K-secure oder Y2K-approved oder was auch ja. immer. Also das war ein, ein Riesenthema und es war zumindest etwas, was die Gesellschaft bewegt hat. Und wir wollen heute mal uns der Frage annehmen die dann hinterher auch sich gestellt worden ist, denn wir sitzen jetzt hier im Jahr 2024 vor elektronischen Geräten der Datenverarbeitung, elektronische Datenverarbeitung in diesem alten Bericht. Ui. Also neben ja. der Tatsache, dass die Diskette 30 Mark gekostet hat, <laughs> das war noch Zeiten. Also wir sitzen natürlich hier vor Geräten und werden natürlich auch mit mit einer grandiosen Infrastruktur diese Folge ausstrahlen und aussenden an <laughs> euch. Das heißt, es ist ja eigentlich offensichtlich nicht so viel passiert bei diesem Jahreswechsel. Und es hat dann Stimmen gegeben, die gesagt haben, dass das ist total außer Proportion geschossen worden, das Problem ja, gesellschaftlich. Es gab andere Stimmen, die andere Dinge sagen und wir haben dann in dieser Betrachtung und vor dieser Fragestellung festgestellt, das hat ganz interessante Implikationen. Aber spulen wir jetzt nochmal zurück. Ganz an den Anfang und äh, lasst lass uns mal einsteigen mit der Frage: Warum war das überhaupt ein Thema? Also, warum ist irgendwer auf die Idee gekommen, dass das Jahr 2000 zu einem elektronischen Datenverarbeitungssupergau führen kann? Wir wissen, dass wir viele IT-affine Hörerinnen haben, die jetzt natürlich sagen: Ja, das genau, ist doch ganz klar. Aber wir müssen <laughs> es, glaube ich, nochmal <laughs> allen erklären, denn. Wir müssen nochmal zurückgehen, so in die 60er Jahre, als das wirklich so richtig angefangen hat, eigentlich 50er Jahre mhm. zu den 60er Jahren rüber. Elektronische Datenverarbeitung, da war es so, dass man wenig Speicher zur Verfügung hatte, um es noch vorsichtig zu formulieren. Und IBM war ja einer der großen treibenden Kräfte in den Vereinigten Staaten und hat den Markt ja auch über die Karten äh, dominiert und man hat damals, ja auch noch nicht so wirklich Disketten gehabt, sondern viele Programme und Daten sind auf Lochkarten gespeichert worden. Ne, also da sind so Löcher reingestanzt worden und das war dann maschinenlesbar und damit konnte man Programme einlesen, Daten speichern und Daten aber auch wieder in den Speicher von Computern zurückholen. Und was man natürlich machen wollte, war diesen begrenzten Speicherplatz und die begrenzte Speicherkapazität von Computern möglichst pfiffig zu nutzen. Und da hat man sich so gesagt, Jahreszahlen, Datum ist natürlich immer wichtig, entweder für archivische Zwecke, aber auch um Dinge zum Beispiel zu berechnen. Wenn man so auf den Bankensektor geht oder Finanzamt Zinsberechnung, da muss man ja auch Zeiten ausrechnen, über die solche Zinsläufe laufen. Sortierung Laufung. von Daten. Auch. Sortierung von Daten, natürlich. Und dann hat man sich gesagt, naja, wenn wir ganz wenig Speicherplatz zur Verfügung haben, sind jetzt vier Stellen für das Jahr. Relativ viel. Braucht's das? Braucht's das? Braucht das ne? Weißt du was? Brauchen wir nicht. Da schreiben wir einfach <laughs> ja. 62, 63, 64, wenn das 1962, 63, 64 gewesen ist und sparen uns die 19. Und ich, da alleine müsste man jetzt schon einhaken und sagen, so ticken Menschen. Mhm. Die haben sich gesagt, jetzt hier in diesem Augenblick, im Jahr, weiß ich nicht, 1958 oder so, reicht's völlig aus, wenn wir das so machen, weil, okay, vielleicht ist das irgendwann mal ein Problem, aber das ist dann irgendwie die die weiß nicht dritte Generation nach uns oder so, die wir jetzt hier gerade in diesem Unternehmen arbeiten, die dann vielleicht ein Problem damit haben, betrifft uns nicht. Machen wir erstmal so, passt schon. Und interessanterweise, du hast das ja 1958 ja gerade schon angesprochen, gab es 1958 schon jemanden, nämlich Bob Bammer, der hat damals bei IBM gearbeitet und ist ein, ein, eine sehr bekannte Größe in der elektronischen Datenverarbeitung, der unter anderem Cobol mitentwickelt, die Programmiersprache, der hat äh, den ASCII. Zeichensatz äh, mitentwickelt, also wirklich ein, ein, ein Urgestein ein Pionier. der elektronischen Datenverarbeitung, <laughs> genau. Und der hat 1958 an einem genealogischen Projekt gearbeitet, äh, IT-basiert. Und da ne, Abstammungsverläufe und solche Geschichten. Und dann ist dem irgendwann aufgefallen, hm, jetzt habe ich hier so einen Stammbaum, der geht bis in das Jahr 1800 rein. Das ist ja jetzt sehr schwierig. <laughs> Wenn ich, wenn ich die Jahrhunderte ja. nicht klassifizieren kann. Und 1958 ist ihm das aufgefallen. Deshalb hast du ja auch die Jahreszahl genannt und hat gesagt, oh, das ist ein Problem, weil damit, so wie wir im Moment alles programmieren, kann man Offensichtlich Jahrhunderte nicht abbilden und schon gar nicht irgendwann, wenn das Jahr 2000 kommt, das neue Millennium und hat dann angefangen Bescheid zu geben. Der hat bei IBM Bescheid gesagt. Er hat bei der Regierung vorgesprochen. Er war, wie gesagt, ein Experte in diesem Bereich und wurde auch gehört. Er hat das, die internationale Organisation für Normung auf das Problem hingewiesen. Und so die grundsätzliche Aussage war so ein bisschen, was du gesagt hast. Ah, das ist ein Problem für die von der Zukunft, für die von morgen. Und eine weitere Idee war, wir erleben doch gerade, wie schnell sich EDV entwickelt. Und das war ja so die Zeit, wo ein Computer von IBM irgendwann mal so Werkhallen groß war und dann immer weiter kleiner wurde. Dann war er plötzlich nur noch so groß wie ein Großraumbüro und die äh, Rechner wurden immer kleiner. Man hat gesagt, bis im Jahr 2000, bis es mal soweit ist. Wenn dann die Autos auch fliegen können. Richtig. Äh, dann sind doch die Programme sowieso schon ganz anders und all das, was wir heute machen, basiert auf einer ganz anderen Grundlage. Also irgendwie da jetzt großartig dran zu gehen, ah, ist auch so lästig. Das heißt, da hat keiner auf ihn gehört. Und interessanterweise hat er 20 Jahre lang gebohrt, weil er dann auch mitbekam, dass sich zwar die Computergenerationen verändert haben und auch die Datenspeicher verändert haben und viele andere Dinge verändert haben, aber was man ja auch gerne ist als Mensch und auch als Programmierer in... Ist bequem. Ja, dieses und da kommt dann der nächste Punkt: dieses haben wir immer schon so gemacht. Beziehungsweise man wollte immer eine Kompatibilität zu den vorherigen ja, ja, gut, Versionen das das gewährleisten. Auch ganz von der Hand zu weisen, genau. aber ja. Mhm. Und dann war man halt bequem und hat einfach immer wieder <laughs> gesagt: Ja, gut, dann, aber dann funktioniert das ja nicht mit der Steuer-, äh, Finanzsteuer-Software, die war vorher auf dem Mainframe. Ah ja, dann. Machen wir das. Also, das heißt, dieses Problem ist tatsächlich immer weiter verschleppt worden. Und das war nach wie vor also ein reales Problem. Es hat dann so in den 80ern Hinweise gegeben. Und spätestens dann, als man so in die 90er Jahre eingebogen ist und man immer noch auf diesem Standard programmiert hat und natürlich dann auch inzwischen die Personal Computer auf den Markt gekommen sind, in diesem äh, Beitrag, den wir vorhin eingespielt haben, das Video dazu könnt ihr euch auch angucken. Diese Aufzugsszene ist übrigens sehr lustig mit Bild. Diese nachgestellte Silvesterfeier. Das klingt vielleicht ohne Bild ein bisschen merkwürdig, mit aber der, das sind so feiernde Leute, die da so in den. Drei. Achso. Das sind die drei Redakteure des Beitrags, wahrscheinlich, die man einfach nochmal in den Aufzug reingesteckt Stimmt. hat. Verkleidet und mit Luftschlangen, ja. Und, ähm. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also da wurde es dann auffällig und natürlich diese Idee, dass es auf 1980 zurückspringt, war so eine Idee, dass man das BIOS äh, ähm, da auch entwickelt hat für die modernen Personal Computern und dass da so eine Idee war, wenn das umspringt, springt es auf 1980 zurück. Das heißt, man hat erstmal dieses Problem lange verschleppt und dann irgendwann gab es dann so diese... Ähm, apokalyptischen doom die auf den Markt gestoßen sind. Dieses Video von der Nimoy ist eine Geschichte, aber es gab dann verschiedene Bewegungen. Mhm. Es gab, äh, die Prepper-Szene hat sich aufgemacht und die haben natürlich dann gesagt, gut, wenn Strom weg ist, wenn Energie wegfällt, die Wasserversorgung eingeschränkt ist, die gesamte Infrastruktur zusammenbricht, dann wird es Zeit, dass man sich im Bunker eben ausstattet mit allem, was man braucht. Und das haben die dann auch getan. Und dann gab es ganz, ganz, ganz viele Y2K-Ratgeber. Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass die ich muss jetzt seufzen, bevor ich das sage, weil es einfach so nervig ist, die Evangelikalen in den ja. USA auch noch auf den Zug aufgesprungen sind ja. und da so ein Doomsday-Szenario draus gemacht haben. Und mit diesen Leuten und ihren Doomsday-Szenarien haben wir ja jetzt in letzter Zeit auch zu tun gehabt. Die haben sich ja nun ausgerechnet, Donald Trump als ihren Erlöser, äh, öh. Ja, herangezogen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, auserkoren. Äh, und ständ, drängen jetzt auch ständig drauf, dass irgendwie die Apokalypse äh, bevorsteht und nur Donald Trump da irgendwie die USA äh, befreien kann. Ähm, und das sind so Sachen, also wenn man dann liest irgendwie, dass das damals auch schon ähnlich abgelaufen ist, also im Verborgenen Leute, die Ahnung haben, warnen, es passiert nichts, die entsprechenden Stellen. Äh, verschleppen das Problem und dann irgendwann kommen diejenigen, die da so eine Apokalypse draus machen und es springen natürlich die Medien auch mit auf. Denn äh, Doomsday klickt sich gut und äh, News, die so, ja, apokalyptisch sind und so angsteinflößend sind, die verkaufen sich irgendwie gut. Da sind die Leute dann interessiert und dann kommen wir also von dieser stillen Warnung im Hintergrund von Leuten, die Ahnung haben, hin. Zu einem Massenphänomen, weil die Leute durch diese Doomsday-Szenarien auf einmal das Gefühl haben, das betrifft mich ganz persönlich. Ich sitze da am 01.01.2000 und habe keinen Strom mehr, kein Licht, kein Wasser, kein gar nichts mehr und bin sozusagen äh, innerhalb von wenigen Stunden in die Steinzeit zurückgebombt worden. Und die religiösen. Ich nenne sie jetzt mal Fanatiker, die du angesprochen hast. Da war noch, ein, noch eine zweite Meta-Ebene drin, nämlich die Aussage, wenn das dann alles eintritt, ist es der Beweis dafür, dass diese progressive Regierung, ja. dieses modernistische, was alles, was wir haben, komplett versagt. Und das einzige, was euch dann noch helfen kann, ist, ist ja also genau also eben der fundamentale Glaube an Gott und so eine Abkehr von allem, was Modernes. Auch mhm. das steckt da ja noch mit drin. Das heißt, das war so alles das, was so in den 90er Jahren und dann Richtung dem Jahr 2000 immer mehr hochkochte. Und dann gab es auch eine, eine, eine intensivere Auseinandersetzung. Wir haben das gerade schon gehört. Und dann wurde den Leuten irgendwann auch Angst gemacht. Es wurde gesagt, stell dir mal vor, dein Bankcomputer. Mhm. Äh, Rafft es nicht und nach dem Jahr 1999 ist plötzlich das Jahr 1900 und dann rechnet er dir rückwärts die Zinsen zurück und dann ist dein gesamtes Geld weg. Also auch das waren so Angstszenarien, ja, so, so die Menschen gemacht wurden. Genau, der, der Wirtschaftszusammenbruch. Ne? Ja. Aus, aus irgendwelchen Gründen, ähm, sei es nun, äh, weil sie auf einmal ganz viel Geld auf dem Konto haben oder ganz wenig, rennen die Leute alle zur Bank ja. und wollen irgendwie das, was sie noch kriegen können, abheben. Ähm, und das sind alles so, so Szenarien, hinter denen eigentlich ein mangelndes Verständnis unserer komplexen Welt steckt und natürlich so diese äh, über allem schwebende Technikangst, die wir vielleicht alle so ein bisschen diffus, schwammig, im Unbewussten mit uns tragen, ein Stück weit. Haben wir ja in ganz vielen äh, Bereichen äh, und auch schon oft anhand von Urban Legends bei Huxela besprochen. Ja, und auch so die Idee, dass Technologie auf einem Niveau ist, dass man es in, in, in der Tiefe nicht mehr nachvollziehen kann. Mhm. Technologie ist heute ja noch viel mehr, als es damals schon der Fall war, verfügbar und funktioniert und wir machen uns aber nicht mehr großartig Gedanken darüber, warum sie funktioniert. Also ein Smartphone funktioniert und ist ein unfassbar leistungsstarker Computer, übrigens viel, viel leistungsstärker als alles, was man zu Hause im Jahr 1999 bei sich hätte rumstehen haben können. Und wir, wenn uns jetzt aber jemand genau nach den Wirkmechanismen innerhalb eines Smartphones befragt, sind wir aufgeschmissen. So ein alter Röhrenfernseher, das konnte man vielleicht noch erklären, aber die modernen Panels, L LED, LCD-Monitore, alles was es da so gibt, Plasma, da tun sich die allermeisten natürlich schwer, das zu erklären. Was ja auch nicht schlimm ist. Aber natürlich spielen all diese Faktoren und, mit hinein. Und eine, eine Gewöhnung. Also wir Menschen sind wahnsinnig gut darin, uns ja. an Dinge zu gewöhnen und uns darauf zu verlassen. Und es gibt ja so diesen Spruch im Englischen, you don't know what you got till it's gone. Also du weißt nicht, was du an den Sachen hast oder an den Menschen hast, bis sie, bis sie die Menschen oder sie die Sachen nicht mehr da sind. Und das ist genau der Punkt. Also uns wird das immer erst bewusst, was wir alles so. Zur Verfügung haben, wenn es droht, weg zu sein oder wenn uns irgendjemand einreden will, dass es vielleicht weg sein könnte. Die Konsequenz aus dem, was wir beschrieben haben, oder es gibt im Grunde zwei wesentliche ähm, Konsequenzen, die daraus entstanden sind. Das eine ist, eben dieser Markt mit Software, mit Disketten, mit Ratgebern für Computer, mit äh, Programmen für Computer, Notfallköpferchen. 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 Also eine Riesenindustrie, die auf den Einzelkonsumenten abgezielt hat, so möchte ich das mal formulieren, damit der sich irgendwie in Schutz nehmen kann. Und alle, die sich mit Technik beschäftigt haben, wurden zur Kasse gebeten, um zu prüfen, ob ihre Rechner, ihre Computer denn auch sicher sind und die Software. Ähm, es gibt eigentlich noch eine dritte Konsequenz. Die, die, die andere Konsequenz war natürlich dann realistischerweise, dass die Unternehmen, Softwarehersteller, Banken, alles, was es gab, inklusive dann natürlich bis hoch in die Regierungsebene, Verteidigung war ein Thema. Mhm. Also, äh, wie sind denn unsere Verteidigungssysteme? Ähm, 99 immer noch Atomwaffen überall am Start. Wird das durchaus. so wie bei Wargames in dem Film? Genau, also auch da war plötzlich klar, wir müssen offensichtlich Geld in die Hand nehmen und müssen überprüfen, was passieren kann. Ähm, das war die zweite Konsequenz. Und die dritte Konsequenz habe ich schon wieder vergessen. Was war denn die dritte, dritte Konsequenz? Vielleicht kommt sie nachher wieder. Ja. <laughs> habe ich vergessen. Ähm, ähm, also, insofern. Das waren so die beiden Konsequenzen, also die Privatleute ausnehmen, die Firmen ausnehmen oder auch nicht ausnehmen, aber Geld in die Hand mhm. nehmen, um zu überprüfen, wie man ein mögliches Problem ausräumen kann. Naja, und ein paar Unternehmen haben tatsächlich festgestellt, jetzt kommen wir langsam so zu den Dingen, die äh, dann wirklich passiert sind, dass ähm, ihre Geräte eben nicht Y2K-Proof sind. Also mhm. die haben dann probehalber mal das Datum äh, so ähm, eingestellt, dass es sich dann, ähm, ja, dass es dann quasi wechselt nach einer halben Stunde. Und dann äh, war in der Tat essig bei manchen Geräten. Oder bei mancher Software je nachdem. Oder bei mancher Software je nachdem, genau. Und dann gab es eben verschiedene Ansätze und es wurde sehr viel programmiert. Es gibt auch Beschreibungen davon, dass es durchaus große Abteilungen gab, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und es gab verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Auf eine können wir nochmal eingehen, weil die ganz witzig ist, weil da auch das Problem einfach mhm. so ein bisschen nach hinten geschoben wurde. Und dann kam Silvester 1999, das große Silvester Jahrtausendwechsel, wir wissen es. So war es aber nun mal damals. Ähm, und der Jahrtaus eigentliche Jahrtausendwechsel hat nicht mehr so viele Leute interessiert. Kurze Zwischenfrage. Alexander, weißt du noch, was du 1999 Silvester gemacht hast? Ja. Echt? Ja, ich weiß sogar, dass wir da zusammen waren. Ja, ja, das ist mir auch schon klar. Mensch, damals schon. Das jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen. Ähm Münster war, ja? das war eine WG-Party in ah, okay. der, hinter, also da am Bahnhof in, in Münster. <laughs> Gut, ich weiß, die ich Namen. wusste es wirklich nicht mehr. Doch doch. Ah okay, ja. das war da an da, dem Silvester. Ja. Ach, ach was? Das war im Grunde genommen das zweite Silvester, was wir zusammen gefeiert ja, haben. Genau. Ja. Erinnere ich mich noch. Erinnere ich mich noch sehr lebhaft dran, wo wir beide Ups. 0 Uhr gefallen sind. Jetzt wisst ihr auch, wer von uns beiden immer den Hochzeitstag vergisst. Und wer nicht. Äh, naja, gut. Aber inzwischen, eigentlich traditionell wir beide. Sagen, inzwischen. Ähm, jetzt hast du mich rausgeschossen. Entschuldige mit der Frage. bitte. Ja, ich weiß es noch. Und das Jahr 2000 begann Und es war im Wesentlichen nicht so viel passiert. Nee. Beziehungsweise, wir können mal kurz auflisten, es gibt im deutschen Wikipedia-Artikel eine kleine Auflistung der Dinge, die da schiefgelaufen sind, die können wir mal nennen, denn ein paar Sachen sind natürlich passiert. Interessanterweise ein Punkt im Kernkraftwerk Fukushima, das ja viele Jahre später wegen des Tsunamischadens, da natürlich sehr große Bekanntheit erlangt hat, sprang die Anzeige für die Steuerstäbe kurzfristig auf den 6. Februar 2036. Da hat man dann die Systeme neu gebootet und dann war das Problem erledigt. Der offizielle Zeitmesser der USA, das United States Naval Observatory, hat das Jahr... Uh, ja, 191.000 angegeben, auch ein interessanter Fehler, das musste korrigiert werden. Dann der Blick fällt nach Australien. Da fielen in zwei Bundesstaaten die Fahrkartenentwärter aus, auch hochdramatisches Ereignis. Uh, dann zurück nach Amerika: 150 Spielautomaten, die an den Rennbahnen in Delaware ausgefallen sind. Lustige Geschichte, dass ein Autofahrer eine Steuer, Kfz-Steuerforderung für die letzten 100 Jahre über 760.000 Dollar erhalten hat. Die Tele Telekom Italia hat Rechnungen verschickt in den ersten Monaten, da stand das Jahr 1900 drauf und nicht das Jahr 2000. Und am 1. Januar 2000 fiel das System zum Aufzeichnen von Fluginformationen für kleine Flugzeuge in Japan aus. Und in UK sind manche Kreditkartentransaktionen ausgefallen. Und in einer Videothek <laughs> ja. im Staat in New York, also Videothek, das ist so ein Laden, wo man reingehen konnte und physisch Videokassetten oder dann später DVDs. Entleihen konnte wie in einer Bibliothek, das nur zur Info, äh, hat jemand ein, äh, eine Gebühr von 91.250 Dollar zahlen müssen, äh, weil angeblich die Rückgabe 100 Jahre zu spät erfolgt ist. Wir wissen aber nicht, ob die Videokassette zurückgespult war. Das, <laughs> das ist die DVD, ob die DVD zurückgespult war, genau. <laughs> ich glaube, ja. gab da schon DVDs? Ich keine Ahnung, also hier ist es ein äh, nicht, Videotape auf jeden Fall, eine VHS. Die VHS ja. noch damals, ne? also wahrscheinlich gab es das schon, aber nicht weit verbreitet. Also das waren so die äh, Fehler, die bekannt äh, geworden sind. Und dann hat ein weiterer Prozess eingesetzt, den wir Menschen ja auch sehr gerne haben, und da wurde es dann für uns nochmal interessant mhm. in der Vorbereitung, denn dann haben die Menschen immer gesagt, siehste, das war alles Unsinn und hätten wir gar nichts gemacht, wäre auch gar nichts passiert, ist doch alles gut gegangen. Und relativ schnell wurde dann äh, auch gefordert, gerade auch in den Vereinigten Staaten, leg doch mal offen, wie viel der Spaß jetzt gekostet hat, weil ist ja gar nichts passiert, wie viel hat das denn den Steuerzahler gekostet. Und die Schätzungen, äh. Für Amerika liegen so zwischen 100 und 300 Milliarden US-Dollar, das kann man ganz schwer festlegen. Weltweit gehen die Schätzungen bis zu 600 Milliarden Dollar, die in ja, Prophylaxe, wie man es auch mal nennen will, oder Programmieranpassungen für das Jahr 2000 geflossen sind. Und und da haben viele gesagt, das ist einfach viel zu viel Geld, was da verschwendet worden ist, da ist gar nichts passiert. Es gibt dann auch, kann man nachlesen, so Hinweise darauf, dass zum Beispiel Russland oder auch Italien so mhm. gut wie gar kein Geld investiert hat. Die haben gesagt, ach, das wird schon gut gehen. Und da sind dann auch wenig Störfälle gemeldet worden. Das von einem Telefonunternehmen aus Italien haben wir bekannt gegeben. Also Meldung aus Russland Sowieso. ist halt immer die Frage, kriegt man da auch Bescheid so ganz transparent? Genau. Also. Das heißt, was wir, was wir hier haben, ist so ein Phänomen, äh, äh, dass man äh, im Englischen so schön äh, bezeichnet mit there's no glory in prevention. Also es gibt keine Ehre in guter Vorsorge oder für gute Vorsorge. Und wir haben dann, als wir uns vorbereitet haben, gesagt, naja, das ist eigentlich genauso wie beim Thema Impfen. Mhm. Oder überhaupt Pandemie? Pandemie, das war ja auch so ein Thema. Jetzt ist ja alles gar nicht so schlimm gewesen. Also war die ganze Aufregung umsonst, dass die ganzen Maßnahmen, die natürlich gegriffen haben, dafür gesorgt haben, dass wir im Großen und Ganzen, und bitte versteht es nicht als Relativierung genug, genau. von Einzelschicksalen, mhm. ich sage es nochmal, mhm. dass die Menschheit die Corona-Pandemie im Großen und Ganzen gut überstanden hat. Einzelschicksale ausgenommen, ist sicherlich ein Beleg dafür, dass die Präventionsmaßnahmen, Impfungen und alle anderen Maßnahmen gewirkt haben. Oder formulieren wir es andersrum: wären diese Maßnahmen nicht getroffen worden, wäre es noch viel, viel, viel schlimmer gewesen, ja. als es ohnehin war. Vielleicht ja. so rum. Bessere Formulierung: Meine Frau hat wie immer recht. Ähm und das ist so auch wieder so typisch äh, für uns Menschen, also äh, steckt weder Ruhm noch Ehre noch sonst irgendwas äh, in der Prävention und wir gewöhnen uns sehr sehr schnell äh, daran, wenn Dinge wieder normal werden und schnappen dann wie so ein Gummiband wieder in unsere alten Verhaltensweisen zurück. Das sind alles Dinge, die man damals äh, schon so ein bisschen an dieser Geschichte ablesen konnte und die uns jetzt total viele Probleme machen, weil wir ja nicht nur die Pandemie jetzt gerade überstehen mussten, sondern wir haben ja auch noch andere Probleme, die sich eher, also nicht in so einer riesen, schnell rollenden, katastrophalen Welle. Mit festem zeigen, Datum vor allem. Mit allen. festem Datum, sondern äh, sogar ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum zumindest hinweg. Ich will jetzt nicht sagen schleichend, weil schleichend ist es schon nicht mehr eigentlich, ist es ist schon mehr als das, aber zumindest nicht so geballt äh, und in einer Nacht. Äh, und ich rede natürlich hier von der menschengemachten Klimakatastrophe. Also die Mechanismen, die damals dafür gesorgt haben, dass das alles so abgelaufen ist, die machen uns jetzt eben auch Probleme. Und da gibt es ein ganz interessantes Statement aus dem Jahr 2009 von einem Tech-Journalisten Fahad Menju, hieß der ein Amerikaner, und der hat geschrieben dass der Erfolg der Maßnahmen auf das Jahr 2000 eine Art Apathie erzeugt hat. Und er sagt dann weiter, das Ausbleiben des Jahr 2000 problem hat es den Menschen erschwert, Warnungen zum Beispiel über die globale Erwärmung oder andere Bedrohungen zu beherzigen. Die Tatsache, dass wir das Problem gelöst haben, also in dem Fall das Jahr 2000-Problem, könnte es schwieriger machen, in Zukunft andere Probleme zu lösen. Das hat er damals geschrieben beim Slate Magazine, da war er Journalist. Das war damals ein Portal, ein Online-Portal, was zu Microsoft MSN-Verbund äh, gehört hat. Und 2004 ist dann das Slate Magazine an die Washington Post verkauft worden. Und da hat er dann also 2009 unter dem Deckmal vom Slate Magazine aber schon quasi für die Washington Post äh, dieses Statement abgegeben. Und da sieht man natürlich auch so ein bisschen dran, dass auch in der Politik es wahnsinnig schwer ist, zukunftsorientiert zu agieren. Oder sagen wir mal so, es fällt vielen PolitikerInnen sehr, sehr schwer, zukunftsorientiert zu agieren. Also eine Regierung, die sagt, wir müssen jetzt nicht nur für die nächsten vier Jahre Politik ja. machen und unsere eigenen Leute jetzt und hier irgendwie zufriedenstellen und so tun, als sei alles schon irgendwie wuppbar. Ähm, die wird natürlich nicht äh, umschwenken auf einen Kurs äh, und sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir auch in 30, 40 Jahren noch äh, hier lebenswerte Umstände haben und müssen wirklich daran arbeiten, ähm, uns zukunftssicher und zukunftsfest zu machen. Und das ist eigentlich so tragisch, dass die ähm, Politikerinnen äh, damals wie heute, also... Ich möchte jetzt äh, bestimmte äh, PolitikerInnen, äh, die das durchaus versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, mal davon ausnehmen. Aber das im Großen und Ganzen ist immer nur eine, eine Politik fürs Hier und Jetzt äh, und äh, Kundenzufriedenheit im Augenblick ist äh, und wenig nachhaltig. Das ist echt äh, eine Sauerei. Spannend ist die Tatsache, dass, weil es ein festes Datum war, äh, es sind ja sehr es ist ja sehr, sehr viel Geld in die Lösung des Problems hineingeflossen Und die wenigen Fälle, die man ja so schmunzelnd äh, vielleicht gerade gehört hat bei uns im Podcast, haben ja erstmal gezeigt, dass da sehr viel passiert ist. Und die Programmiererinnen, die damals an dem Problem gearbeitet haben, wenn man die fragt, die haben gesagt, nee, wir haben da schon ganz schön viele Schichten äh, geschoben und Programme mhm. angepasst und äh, Software und auch die internen äh, Abläufe in äh, Rechnern angepasst, damit das funktioniert. Das heißt, da ist aber Geld ausgegeben worden. Und Wir haben im Moment so, äh, um, um das nochmal aufzugreifen, was du sagst, ja, so die Idee. Und das geht so ein bisschen in die Richtung äh, dessen, was äh, Fatmanju Manju geschrieben hat. Der menschgemachte Klimawandel wird sich nicht dadurch lösen, dass wir großartig was ändern, sondern es wird eine technische, technologische hm. Lösung für das Problem Deus geben. Ex Machina. Das ist ja so eine Idee, die viele haben. Das Problem daran ist, dass die WissenschaftlerInnen sagen, wir haben im Moment keine technische Lösung, die das hinbekommt. Und zeitgleich, Im, großen Stil. Im großen Stil. Und zeitgleich gibt es aber auch natürlich überhaupt gar keine finanziellen Mittel. Wenn jetzt gesagt würde, okay, hier sind 600 Milliarden Dollar ne, weltweit gesehen, arbeitet mal an CO2-Rausfiltermaschinen, damit es besser wird, dann würde man sagen, es gibt immerhin noch die Bemühung. Nein, was es gibt, ist ein Kurs von, wir machen so weiter, wie es bisher ist. Äh, Überforderung von Menschen, die meinen, sie müssen alleine den menschgemachten Klimawandel aufhalten, was nicht geht, sondern Regierungen müssen hier die Rahmenbedingungen dafür schaffen und zeitgleich kostet das aber Geld und das muss irgendwo herkommen. Und weil aber das Jahr 2000 Problem auch so einfach so schwuppdiwupp erledigt gewesen ist, <laughs> äh, scheint es vielleicht tatsächlich so ein bisschen zu sein, wie Frau geschrieben hat, dass man der Ansicht ist, mhm. bei EntscheidungsträgerInnen insbesondere, ach, das wird sich schon auch irgendwo lösen und wir müssen gar nichts machen. Und das ist Tatsächlich etwas in dem Artikel, aus dem ich das zitiert habe. Wir haben den natürlich auch verlinkt. Äh, der zitiert nämlich auch nur diesen Fahrtmanju. Der sieht das dann ein bisschen anders und der äh, gibt dann ein Beispiel. Und das fand ich dann auch noch mal ganz bemerkenswert einer äh, Kurzgeschichte von E.M. Forster, The Machine Stops. Und das ist eine Geschichte, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, er geschrieben hat, von 1909, äh, also ganz, ganz früh diese Geschichte. Wo er eine Welt beschreibt, die ein wenig an den Lockdown in der Pandemie jetzt gerade erinnert hm. hat. Die Menschen bewegen sich alle nicht mehr, sitzen alle nur noch zu Hause in so Kapseln unter der Erde. Gut, so ist es jetzt natürlich nicht gewesen in der Pandemie. Gefühlt manchmal. Naja. Und kommunizieren über, ja, über eine Maschine, äh, übers Internet würden wir heute sagen. Mhm. Und da werden auch Vorträge gehalten und die Maschine sorgt für Nahrung. Und das ist dann auch so ein Brei, den die Menschen nur noch zu sich nehmen. Und sie gehen vor allen Dingen nicht mehr. Raus und sie haben vor allen Dingen überhaupt keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Und wenn sie reisen, werden sie immer durch so Schleusen geleitet und ganz, ganz selten kann man die völlig desolate Oberfläche unseres Planeten sehen. Da muss man aber einen Antrag stellen, bekommt eine Atemmaske, weil die Luft, die man da oben atmet, nicht von der Maschine aufbereitet ist und für Menschen gar nicht mehr verträglich ist. Und in dieser Kurzgeschichte wird dann irgendwann beschrieben, wie die Maschine beginnt Fehler zu haben und die Menschen beschweren sich dann und dann wird immer gesagt, wir reichen die Beschwerde weiter und was aber eigentlich niemand erfährt und sich erst später rausstellt, ist, dass es gar keinen mehr gibt, an den die Beschwerden weitergehen und dass es gar keinen mehr gibt, der weiß, wie die Maschine funktioniert. Und am Ende hört die Maschine auf zu arbeiten. Die allermeisten Menschen werden in so eine Art Koma geschickt von der Maschine, äh, so ein erholsamer Schlaf, der da einprogrammiert ist äh, und ein paar, die die Armbänder, die das Induzieren nicht tragen, sind dann befreit und gehen an die Oberfläche und kämpfen dann aber an der Oberfläche mit der Luft, der sie ausgesetzt sind, weil sie die nicht mehr gewöhnt sind, weil sie eben nicht durch die Maschine gefiltert worden ist. Und in dem Artikel, wo also Fatman June sagt, ja, also wir haben uns daran gewöhnt, kommt der Autor, der ihn zitiert, zu dem Schluss, dass wir das Problem haben, dass wir uns komplett auf Technologie verlassen. Zeitgleich verlernen, wie Technologie funktioniert und uns damit ja auch ausliefern äh, Technologie. Und das sieht er ebenfalls als eine mögliche weitere schwerwiegende Konsequenz aus dem Y2K-Problem. In dem Zusammenhang, du wolltest noch beschreiben, dass auch manche Maßnahmen, mit denen das Y2K-Problem bekämpft werden sollten, eigentlich nur dazu geführt haben, dass das Problem weitergeschleppt ja. wurde in die Zukunft. Dann genau. hat es nämlich 2020 gedroht, 2022 genau. gab es auch sowas. Man hat dann nämlich äh, bei einigen äh, Gerätschaften ein System verwendet, was Windowing mhm. äh, genannt wurde, und da hat man dann gesagt, naja, ja. Alles von den Nullerjahren bis zu 20. Also, man hat dann trotzdem an zweistelligen Jahreszahlen festgehalten und hat dann eben gesagt, also von 0 bis 20 ist 2020. Und das Jahr 21 wäre dann aber in diesem Windowing-Effekt wieder das Jahr 1921 gewesen. Und da hat also das Problem einfach mal um 20 Jahre nach hinten geschoben. Und tatsächlich ist es bei einigen Dinge dann aufgefallen. Yeah. Wir haben euch da auch nochmal einen äh, Artikel verlinkt. Unter anderem, nicht bestätigt, aber Gerüchten zufolge, sollte das Hamburger U-Bahn-System davon betroffen gewesen sein, von diesem Windowing-Effekt. Und auch einige Parkautomaten, nämlich 14.000 in den Vereinigten Staaten in New York City ähm, sind davon betroffen gewesen. Die sind dann einfach mal ausgefallen. Äh, zum Jahreswechsel, zum Jahr 2020 dann hin, beziehungsweise 2021 hin. Ähm, so sind wir. So sind wir Menschen. Das heißt, wir haben zwar gelernt, dass es das Problem gibt, wir haben gelernt, wie man das Problem umgehen kann, aber wir haben es nach hinten geschoben. Und man könnte meinen, das ist fast so was wie eine Parabel mhm. äh, auf den menschgemachten Klimawandel. Was mir gerade noch durch den Kopf schießt, auch das habe ich in einem der vielen Artikel gelesen, die wir hier in der Verbreitung gelesen haben. Es gibt natürlich auch positive Effekte. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass die... Redundanzen, die auch eingebaut worden mhm. sind in Telekommunikationssystemen und gerade am Bankenstandort und im Grunde genommen am, am Herz der Weltwirtschaft in New York. Da hat man sich natürlich sehr viel Gedanken darüber gemacht, was passiert denn, wenn die New Yorker Börse zusammenbricht? Das Finanzherz der, der freien Welt, wie es ja so oft hieß. Und hat da also nicht nur geschaut, dass der Jahreswechsel zum Jahr 2000 hin gut funktioniert, sondern hat zusätzliche Resonanzen eingebaut. Und es gibt Stimmen, die nicht so laut, aber dann doch sagen, das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass äh, nach dem schrecklichen Terrorattentat auf das World Trade Center die Telekommunikation in der Stadt aufrechterhalten geblieben ist und so stabil gewesen ist, weil es so viele redundante Systeme, auch gerade unter dem World Trade Center, der Name sagt es ja schon, ähm, da gab es Stimmen, die gesagt, wenn das nicht alles in, in Vorbereitung auf Y2K passiert wäre. Hätte es ein ganz anderes Problem ge gewesen äh, gegeben ähm, nach dem Terrorattentat auf das World Trade Center. Da wäre deutlich mehr ausgefallen, weil sozusagen Umleitungen auf andere Bankencomputer und andere Dinge dann gar nicht vorhanden gewesen waren. Was aber in der Form auch nicht so wirklich an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Wie gesagt, also es diese gibt positive Entwicklung. Nee, hier. nee man, man kann es finden, man kann es lesen in, in einigen Retrospektiven. Auch bestimmt kann ich nicht verifizieren. Ja. Das sind eher so Meinungsartikel, die äh, zurückschauen. Und generell kann man sich natürlich äh, damit auseinandersetzen, äh, wie viel von den 600 Milliarden US-Dollar weltweit wirklich zielführend waren, wie viel vielleicht auch findige Unternehmer gewesen sind, die gesagt haben, äh, wir helfen euch da, das alles zukunftssicher zu machen. Das sei mal dahingestellt. Ähm, nach allem, was man gelesen hat, war es wichtig, dieses Problem anzugehen. Ähm, und ähm, das Jahr 2000, Y2K oder das Millennium-Problem, das Jahr 2000-Problem, so heißt ja die Folge, äh, war kein Hoax. Nee, genau, das wäre jetzt auch so mein äh, Fazit gewesen. Es war keine Apokalypse, mhm. es war aber auch kein Hoax. Und man kann unheimlich viel daraus ablesen über mhm. uns Menschen. Das ja, ist so auf jeden Fazit. Fall und das würde uns ja vielleicht interessieren wenn ihr das mögt als kommentar unter die folge auf unserer homepage oder bei youtube oder ihr schreibt uns eine mail oder sonst wie wie ihr diesen jahrtausendwechsel der keiner war erlebt hat also diejenigen die da schon quasi aktiv dabei waren wir haben ja oder wir wissen ja auch dass wir hörerinnen haben die deutlich jünger sind die diesen jahreswechsel entweder noch gar nicht erlebt haben oder so jung waren, dass sie wahrscheinlich gar keine aktiven Erinnerungen daran haben. Aber ich sage mal, die älteren Semester, wenn ich das so salopp formulieren darf, das würde uns natürlich interessieren, wie ihr das wahrgenommen habt. Also ich habe es durchaus mitgekriegt. Das waren zwar die wilden Studententage und da waren wir auch äh, anderthalb Jahre zusammen. Äh, war Beziehung auch ein großes Thema natürlich zur damaligen Zeit. Ich erinnere mich da ja dran. <laughs> Das ja, liegt aber nicht daran, dass ich da zu viel gefeiert hätte, dass ich mich da nicht dran erinnere. Aber da war natürlich, da war man ein bisschen abgekoppelt äh, zu dem Zeitpunkt. Da erinnere ich mich lebhaft dran. Da hat man nicht mehr jeden Abend Tagesschau geguckt, sondern ja. das, das Leben war da ein bisschen anders. Und da war ich auch, glaube ich, nicht so am Puls der Medien dran in den Jahren. Ich, ich hätte es bin. sein sollen, war es aber auch nicht. Hast ja gesagt, <laughs> eigentlich war es sogar Aufgabe deines <laughs> Studiums die du geflankt ja. hast, wie man in Amerika sagen ja. würde. Also insofern schreibt uns nochmal drüber und ähm, ja, das ist jetzt, wir haben da so drüber diskutiert, Alexa und ich, das können wir ja auch nochmal ansprechen, ähm, weil es so die eine oder andere Stimme auch gab, die gesagt hat, oh, ihr macht nur noch so historische Themen. Und jetzt ist die Frage, ob ein Thema, was 24 Jahre alt ist, historisch Eigentlich ist. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Aber natürlich die Implikationen, die Konsequenzen, mhm. das, was man so rausliest und natürlich mit dem, was wir jetzt gerade hinter uns haben, mit der Pandemie, was wir vor uns haben, mit dem menschgemachten Klimawandel, das hat dieses Thema plötzlich so belebt, dass wir gesagt mhm. haben, egal, und davon ab sind wir ja auch unsere eigene Redaktion mhm. und haben uns dann trotzdem für dieses Thema entschieden. Und in der nächsten Folge gibt es natürlich dann auch nochmal was Historisches, was aber. Naja, da reden wir dann also, in der nächsten Folge drüber. Aber dieses Thema war zumindest nicht mittelalterliche Geschichte, sondern es war, wenn überhaupt, und neueste Geschichte. Neueste so. Geschichte, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, uns interessiert, was ihr dazu sagt. Und jetzt lösen wir aber nochmal auf, was denn der Herr Giuliani <laughs> jetzt tatsächlich in besagter Silvesternacht gemacht hat. Die Auflösung. Die Auflösung. war auf die Geschichte mit äh, Rudi Giuliani im Bunker unter dem World Trade äh, Center in der Silvesternacht 99 2000 beim WDR 2 äh, Stichtag gestoßen. Da ist also äh, einmal der Beitrag zum Hören und dann auch ein Artikel in dem halt geschildert wird, was es mit dem Y2K auf sich hat und da äh, dann der Satz, dass angeblich eben der New Yorker Bürgermeister da in diesem Bunker gesessen hätte und dann dachte ich irgendwie, ja, stimmt bestimmt, guckst du aber trotzdem nochmal nach und dann bin ich nach ein bisschen Herumsuchen im Netz auf einen Artikel der New York Times aus dem Jahr 2000 gestoßen, nämlich vom 30.12.2000 und da ist dann beschrieben, dass Rudy Giuliani tatsächlich in einem Bunker war. Allerdings ein Jahr später und nicht wegen möglicher Y2K-Geschichten, sondern wegen eines Schneesturms. Das heißt also, der hat sich da ähm, ja mit Live-Fernsehen gemeldet aus dem Bunker unter dem World Trade Center und hat also versucht, die Leute zu beruhigen und hat da äh, dann auch gesagt: Ja, wir haben letztes Jahr den Y2K überstanden und hatten die tollste äh, Silvesterfeier der Welt. Also, glaube ich auch nicht, dass ein bisschen Schnee uns irgendwie äh, aufhalten kann, New York. Und ähm, das Ganze hat also ungefähr so stattgefunden. Er hat da wirklich da in diesem Bunker gesessen, aber nicht äh, Silvester 99 2000 und wegen des Y2K. Und ob er Silvester da noch drin war, ist auch nicht ist ganz auch klar. ist auch die Frage, genau. Der Artikel ist vom 30.12.. Vielleicht ist er ja dann auch direkt wieder rausgekrabbelt. Also die Geschichte stimmt nicht. Man weiß es nicht, ja. aber spannend. Mhm. Also das zeigt natürlich wieder Quellenkritik mhm. ganz, ganz wichtig und es wird natürlich immer diffiziler, da an die richtigen mhm. Informationen äh, ja, zu kommen. Ja, sie haben geschrieben angeblich, aber man muss dann natürlich auch ein bisschen skeptisch sein. Ja, da ist wahrscheinlich irgendwie in der Redaktion aufgefallen, dass man es vielleicht doch nicht ganz genau ja. äh, belegen kann. Damit sind wir am Ende der 332. Episode von Huxilla und ich will ganz kurz einen kleinen Einblick nochmal geben und nochmal Danke sagen natürlich auch wieder für die Unterstützung im Monat Januar, die wir durch euch erfahren haben, die dieses Projekt am Leben erhalten. Vielen Dank auch insbesondere Richtung unserer Patreons, die ja eigentlich dafür bezahlen, dass sie zwei Folgen im Monat bekommen und wir die Januarfolgen jetzt so ein bisschen nach hinten schieben mussten. Deswegen argumentieren wir das ja auch mal, wenn wir so eine Verschiebung haben. Und weil wir selber das auch gerne so haben genau. wollen, dass wir zwei Monat, Folgen im Monat haben. Wir haben im Januar wieder eine Rate so ungefähr von 4,45 Prozent unserer HörerInnen gehabt, die uns unterstützt haben. Ich habe da ja schon was zu gesagt, dass wir das Wunschziel von 7 haben. Also, insofern, da bleiben wir so bei fünfeinhalb Prozent im Moment stagnierend stehen, was sehr, sehr viel ist. Darüber wollen wir uns auf gar keinen Fall beschweren. Aber einfach wer sagt, ach, was will ich denn 2024 noch erledigen? So ein kleiner Dauerauftrag von einem Euro wäre natürlich ganz, ganz, ganz großartig. Ähm, ansonsten arbeiten wir natürlich an vielen anderen Dingen auch, damit das Schiff Huxilla weiterfahren kann, was es auch sehr gut tut. Aber diese kleine Wasserstandsmeldung zu dem prozentualen Anteil an den Hörerinnen wollte ich dann noch gegeben haben. Und ich wollte dann noch eine kleine letzte Bemerkung abgeben zu dem Behind the hooks was herausgekommen ist, was ich ja eingesprochen hatte im Januar, wo ich ja schon ein sehr, sehr positives Fazit unter das erste Jahr Huxilla als Vollzeitprojekt, vielleicht will ich es mal so bezeichnen, gezogen habe. Wir können hier auch nochmal im Podcast sagen, dass wir über drei Millionen heruntergeladene Episoden, natürlich über alle Episoden hinweg von Huxilla und auch dem White Special hatten. Das ist wirklich sehr, sehr viel und so viel mehr, äh, wie wir schon also so einen Anstieg haben wir noch nie in der Geschichte von Hoxilla gehabt, das muss man ganz klar sagen und habe dann auch gesagt, dass wir so ein bisschen anders an, an Gästeauswahl und andere Dinge herangehen und da gab es dann viele Leute, die so ein bisschen verstimmt waren und gesagt haben, ja wenn ihr jetzt Leute nicht mehr einladet, dann sagt doch wen ihr nicht einladet und oder erwähnt es gar nicht und wenn man das nicht weiß, dann fühlt man sich außen vor und ich will einfach noch nochmal sagen, ähm, im Grunde genommen haben wir gar niemanden das konkret gesagt, also keiner ist außen vor, äh, und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass wir in der Lage sind, all die, wie soll ich das formulieren, schmutzige Wäsche oder all diese negative Anwürfe, die uns auch immer mal wieder erreichen, dass ihr das alles gar nicht mitbekommt, sondern dass wir sozusagen hier friedlich vor uns hinleben können mit euch als Community, und deswegen sind sie, wir sicherlich nicht diejenigen, die mit äh, dem Finger zeigend auf andere durch die Gegend laufen wollen. Das wollen wir nämlich vermeiden. Das sollte eigentlich euch auch am, am Ende gar nicht so wirklich interessieren. Ja, und wer jetzt denkt, aber warum äh, dann überhaupt das Behind the Hoax und warum das überhaupt erwähnt? Es ging eigentlich eher so um alte Folgen, äh, wo wir mal Interviews äh, gemacht haben. Äh, und wo Inhalte besprochen wurden, die nach wie vor auf der Faktenebene Gültigkeit haben. Also das bleibt einfach so, wie es ist und deshalb äh, werden wir auch keine Folgen vom Netz nehmen oder genau. was auch immer. Aber es gibt halt Leute, mit denen lebt man sich dann auseinander mhm. äh, und entwickelt sich in verschiedene Richtungen und äh, dementsprechend würde man vielleicht auch nicht mehr so gerne mit diesen Leuten... Künftig zusammenarbeiten. Also, da äh, entwickelt man sich ja dann auch vielleicht mal äh, so ein bisschen weiter und äh, denkt inzwischen manche Dinge anders. Und das hat aber auf die Fakten, die wir in alten Folgen besprochen haben, keinen Einfluss. Deshalb bleiben sie auch im Netz. Und deswegen sind halt auch so Fragen, äh, und die haben uns tatsächlich erreicht. Macht ihr jetzt mit dem noch eine Folge oder der oder die hat das gemacht? Und äh, da kann man doch keine Folgen. Das sind halt Fragen, die wir gar nicht im einzelnen beantworten wollen, sondern deshalb haben wir dann wenn dieses Behind the Hoax äh, gepostet, das heißt, es gibt eine kleine Anzahl von Menschen, die uns irgendwelche Fragen in dieser Art gestellt haben. Die wissen das jetzt, die dann auch gerne mal so ein bisschen, wie soll ich es sagen, polarisierend gefragt haben, da müsst ihr doch jetzt diese Folgen auch löschen. So, also all solche Anfragen erreichen uns natürlich, das meine ich mit der schmutzigen Wäsche. Und darauf haben wir dann jetzt mal so in einem Bausch heraus geantwortet. Wir können auch sagen, dass wir zum Beispiel heute so ein Projekt wie dieses Interview mit Dr. Axel Stoll vermutlich nicht genau, mehr machen sowas, würden. Was genau. mhm. nicht heißt, dass Also, die das könnten wir auch gar nicht mehr einladen. Bei ihm wäre es jetzt ja. problematisch, mhm. aber das ist zum Beispiel so ein Projekt, genau. wo wir sagen, Gewisse Personen muss man vielleicht gar nicht so sehr ins Spotlight hineinstellen, wie wir das damals mit dieser Person gemacht haben. Und da hat sich ja unsere Einstellung mhm. und unsere Idee äh, auch sehr gewandelt. Grundsätzlich aber finde ich es gut, wenn solche Dinge erhalten bleiben, ja. weil... Wenn ihr euch dann so anguckt, was wir so im Laufe der Jahre gemacht haben, dann finde ich es gut, wenn ihr da auch vielleicht eine Entwicklung erkennen könnt. Mhm. Und wenn man dann so anfängt, so die eigene Vergangenheit irgendwie zu zensieren oder umschneiden um Willen, zu wollen ja. oder sowas, finde ich das auch schlecht. Also ähm, gewisse Dinge, also jetzt hole ich sehr weit aus, aber wenn wir natürlich mal irgendwann oder ich leider in dem Fall Begriffe benutzt habe, die man einfach nicht benutzen sollte. Dann ist das was anderes, da zu sagen, okay, das nehmen wir neu auf, als äh, ganze Folgen zu löschen, deren Fakten eigentlich noch Gültigkeit haben. Äh, aber über gewisse Dinge denke ich inzwischen wirklich anders, unter anderem eben, wie du gerade erwähnt hast, äh, über ein Interview mit Dr. Axel Stoll. Also ich würde einfach mit solchen Leuten heutzutage nicht mehr reden wollen, ob man es nun hinterher irgendwie noch aufbereitet oder nicht. Genau. Und wir haben bei einem der Auftritte hat uns jemand angesprochen, hat gesagt, ah, ihr benutzt häufig das Wort oder insbesondere ja ich, das Wort Kulturkreis. Und dann gab es ein ganz interessantes Gespräch, wo er dann sagt, darüber habe ich studiert und eigentlich ist mhm. der Begriff ein bisschen schwierig, das mhm. sollte man gar nicht mehr benutzen. Also das sind natürlich da lernen wir Dinge, wo man sich mhm. weiterentwickelt und lernt, jetzt habe ich den Begriff benutzt, aber sonst hätte jetzt dieser Einwurf keinen Sinn mhm. gemacht. Ähm, und da achten wir natürlich schon darauf, dass wir uns da weiter äh, entwickeln. Wir sagen in Kulturraum. Genau, Kulturraum. Und da wisst, wisst ihr genauso gut, was gemeint ist, aber man benutzt keinen Begriff, wo moderne Forschung sagt, der könnte ein bisschen problematisch sein. Das ist einfach die Idee natürlich von äh, Progressivität und äh, die Idee voranzuschreiten. Und wenn wir hier schon bei der großen Abrechnung. Ja, irgendwie, sind, wie kam das denn? Jetzt? Ich weiß jetzt nicht, jetzt, jetzt hau ich <laughs> das auch noch raus. Was, ja. was halt auch sehr, sehr großartig ist und was natürlich auch überhaupt gar nicht funktioniert, ist Leute, die uns anschreiben und sagen, ich würde ja 20 Euro im Monat spenden, wenn ihr sofort aufhört zu gendern. <laughs> ja, also das, äh, below, solche E-Mails solche, äh, e und Kommentare oder, oder auch tatsächlich äh, Zuwendungsideen bekommen wir auch und natürlich kann man sich das, was wir machen hier nicht kaufen und man kann auch nicht durch Geld das manipulieren oder beeinflussen wollen. Also, insofern, dieses Behind the Hoax sollte eigentlich nur zeigen, dass wir weiter unabhängig sind und dass wir sehr glücklich darüber sind, unabhängig sein zu können. Und dass wir euch unfassbar dankbar sind für die freiwillige Unterstützung, genau. die ihr einfach uns diesem Projekt äh, zukommen lasst, damit wir nämlich genau so gestalten können, wie wir das möchten. Ganz, ganz, ganz tolles Danke. Eigentlich wollte ich nur das sagen. Und dann. <laughs> war dieses, war ja. dieses Gleis Ui, 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 Ui. in den dunklen Tunnel, ja. den ich jetzt mal gerade aufgegriffen habe. Aber da ist ein Licht am Ende dieses Tunnels. Ja, das ist nämlich dann die nächste Folge, die kommen wird. Und ich, ich spoiler das jetzt mal, und sage, es ist einfach so unfassbar spannend, was wir da rausgefunden haben. Und natürlich haben wir das nicht alleine herausgefunden, sondern andere kluge Menschen ja. vor uns haben da was herausgefunden. Aber das ist echt ein Burner. Mhm. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir das mit euch teilen. Hört da unbedingt rein in die Folge 333, nicht nur eine Schnapszahl, sondern auch ein schönes Thema. Die Hälfte von 666. Das muss was bedeuten. Was bedeuten. Geht schon mal in den Keller an die Schiefertafeln <laughs> und fangt an zu rechnen. Los, und sofort preppen. Vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, bei dieser Episode und zugehört haben. Euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Ruxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Xilla Unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf juxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.